Bevor ein Sturm ausbricht, ist es meistens sehr, sehr ruhig, geradezu eine gespenstische Ruhe. Und diese gespenstische Ruhe, die herrscht derzeit auch an der Wall Street, beim DAX sowieso irgendwie hirntot, passiert gar nichts. Auch an der Wall Street praktisch derzeit keine Bewegung, wie Sie hier vielleicht sehen können. Dow Jones plus 0,01%, S&P 500 minus 0,02%. Oben sehen wir den Spider, das maßgebliche ETF, das den S&P 500, den Leitindex der Welt, abbildet. Seit drei Tagen im Grunde in sehr geringer Handelsrange, seitwärts tendierend. Gestern hatten wir bei diesem Spider die geringsten Umsätze in diesem Jahr insgesamt. Die Umsätze katastrophal schlecht. Das wird auch den Brokern in den USA nicht gefallen. Die wollen ja Geld verdienen, wenn keiner was macht, weil alle in so einer Art Complacency-Wohlfühlsituation sich befinden, wie es derzeit der Fall ist. Und dann wird da auch weniger Geld verdient. Also gibt es durchaus ein Interesse daran, dass mal jetzt wieder ein bisschen Action in die ganze Geschichte kommt. Und ja, wir haben ja heute Abend mit den Zahlen von Apple und Facebook und vor allem auch der Fed natürlich schon ein paar Aufreger, potenzielle Aufreger zumindest. Ob das dann wirklich diese gespenstische Ruhe unterbricht, muss man sehen. Aber das Potenzial ist zumindest da. Das Potenzial ist auch da, wie ich in diesem oberen Chart von Sven Hendrik schon mehrfach gezeigt habe, weil wir identische, geradezu identische Kursmuster haben zwischen März 2009 bis April 2010. Damals eben eine starke Erholung aus der Finanzkrise heraus. Jetzt diese starke Erholung aus der Corona-Krise heraus zwischen März 2020, als wir das Tief gemacht haben, und April 2021 eben jetzt. Damals gab es dann, wie Sie sehen, eine Korrektur, die übergeordnet kaum eine Rolle spielt, aber es waren damals eben 10%. Und unten sehen Sie hier das Beitragsbild eines Videos von Michael Silver, Figuring Out the Money. Hier sehen wir, dass wir eine sehr, sehr ähnliche Chartkonstellation haben jetzt mit 2021, wie eben in dieser Situation 2010, als wir diese 10% Korrektur gesehen haben. Nichts wiederholt sich, aber Geschichte reimt sich manchmal, auch wenn sie sich nicht wiederholt. Und dementsprechend ist so manches darauf hindeutend, dass die Luft nach oben jetzt im kurzen Zeitfenster etwas dünner würde. Wir haben saisonal Ende April normalerweise eine eher ungünstige Zeit. Das ist also möglicherweise ein ziemlich ideales Setup dafür, dass mal da ein bisschen Bewegung zumindest reinkommt in diese Complacency. Schauen wir uns mal an, was hier Morgan Stanley gesagt hat. Man spricht hier von Equity Risk Premium. Das ist eigentlich die Prämie, die man hat, wenn man in Aktien investiert, die einstmals ja durchaus als risikoreich galten. Das ist ja anders geworden durch die Notenbanken und das Netz, das sie gespannt haben. Stocks always go up. Also die Prämie, die man normalerweise in Zeiten, bevor die Notenbanken all in gegangen sind, bekommen hat dafür, dass man ein höheres Risiko eingeht mit Aktien als mit in Anführungszeichen risikofreien Assets wie etwa einer Staatsanleihe in den USA. Das ist jetzt auf dem geringsten Niveau seit Mai 2000. Also es ist möglicherweise übergeordnet jetzt auch nicht der allerbeste Zeitpunkt, um langfristig zu investieren. Wie gesagt, kurzfristig ist immer alles anders. Investieren, spekulieren, diesen Unterschied versuche ich immer zu betonen. Es ist eben der Erwartungshorizont, der Zeithorizont, den man hat. Und hier mal das Tobin Q. Das ist das Verhältnis zwischen der Marktkapitalisierung der Unternehmen, des Aktienmarktes in Relation dazu, was sie sozusagen an Assets haben, wenn man die sofort ersetzen müsste. Und hier sind wir auf einem absoluten Allzeithoch. Hier unten sehen Sie den Strich. Das ist der Durchschnitt. Normalerweise tendieren Märkte on the long run immer dazu, sich wieder dieser Mittellinie zu nähern, aber on the long run sind wir alle tot, heißt es ja von Maynard Keynes. Dementsprechend ist diesmal natürlich anders. Also wir sind natürlich schon sehr, sehr teuer. Diese teure Situation ist natürlich den Notenbanken geschuldet, gar keine Frage. Die Flut hebt alle Boote. Dementsprechend steht das natürlich in Relation auch zur Bilanzausweitung, zur Liquiditätsausweitung der Notenbanken. Von daher könnte eigentlich nur durch die Notenbanken Gefahr drohen, könnte man meinen. Schauen wir uns das gestrige Geschehen mal an den Märkten. Wir sind energiestark gewonnen. Financials Nummer 2, Industrials, also Reopening Story könnte man sagen. Reflationsstory, die war stark gestern. Materials allerdings mit einem Ausreißer. Information Technologies und alles leichte im Minus. Keine wirkliche großen Bewegungen, die wir hier gesehen haben. Dann die Zahlen gestern von Google, wirklich überragend, muss man sagen. Die Erwartungen wurden deutlich übertroffen in fast allerlei Hinsicht. Die Aktie dann über 4% im Plus. Aber zuvor Microsoft nicht so toll. Man hatte sich da
offenkundig ein bisschen mehr versprochen, ein höheres Schlagen der Erwartung, was Umsatz und Gewinn betrifft, obwohl das Cloud-Geschäft gut gewachsen ist, die Aktie dann minus 2,6%, denn nachbörslich, all das hat sich so ein bisschen ausgematcht, aufgehoben, Nasdaq Future dann wenig verändert. Heute allerdings mit Apple und Gesichtsbuch, Fratzebuch, wie das Holländer sagen, sehen wir hier mit den Zahlen heute, das könnte interessant werden, Boeing wird kommen. Und noch viele andere mehr, aber das sind so die interessantesten, die größten. Und gerade diese Beziehung zwischen Apple und Facebook ist ja so ein bisschen angekratzt in letzter Zeit. Tim Cook spielt sich ja auch so ein bisschen als Bewahrer des freien Internets, selten so gelacht. Apple hält ja seine User schön gefangen, immer in allen möglichen Systemen, da sollen sie nicht rauskommen, die sollen auch ihre Rechner nicht aufmachen, damit sie nicht wissen, was drin ist. Das ist sozusagen diese Propaganda, die Steve Jobs schon erfunden hat, interessanterweise, in Abgrenzung zu Microsoft etc. etc. Wir sind die Rebellen, wir sind die Unabhängigen, bla bla. Das ist natürlich alles Bullshit, aber ein schönes Image. Jedenfalls hat Tim Cook hier Facebook vorgeworfen, na ja, ihr lebt ja letztendlich davon, dass ihr die User, eure Nutzer trackt, dass ihr also die genau nachverfolgt, um ihnen dann passende Werbung zuzuspielen. Das finden wir nicht gut. Aha, Apple, interessant. Da hat Apple und Tim Cook natürlich einen, wie ich finde, sehr, sehr guten Punkt. Nur selber ist man eben leider auch kein Musterknabe. Also interessant auf jeden Fall dieser Streit dieser beiden Unternehmen, die heute Abend ihre Zahlen berichten werden. Kommen wir nochmal zu dem Sektor Rohstoff. Ich hatte gestern darüber ja eine Video gemacht, haben viele gute und interessante Anmerkungen erhalten, als ich zum Beispiel sagte, ja, diese Preissteigerungen, die von vielen Lieferanten jetzt durchgesetzt wurden, die werden nicht zurückgenommen, damit bleiben sie gleich, damit würde die Inflation dann ja nicht weiter steigen, haben einige richtigerweise gesagt, aber der wirkliche Schub kommt wahrscheinlich dann in der Reaktion auf diese gestiegenen Preise in Gestalt von höheren Löhnen, die die Arbeitnehmer einfordern werden. Hier sehen wir jedenfalls nochmal ein kurzes Schlaglicht, Palladium, Allzeithoch, in der Mitte sehen wir Stahlpreise, massiv nach oben geschossen, Lumber, ja, geradezu explodiert, gestern dann ein bisschen eine Konsolidierung, also Rohstoffe, die hier praktisch durch die Decke schießen. Und wenn wir uns diese Grafik mal anschauen, dann sehen wir, dass fast alle Rohstoffe hier in sogenannter Backwardation handeln und nicht in Contango. Contango ist eigentlich der Normalfall. Was ist das Ganze? Hier sehen wir mal eine solche Kurve. Das bedeutet faktisch, dass der Kassakurs über dem Future-Kurs ist. Diese Rohstoffe werden ja als Future gehandelt mit Endlaufdatum, das ist ja eines der ältesten Prinzipien. Ich kann jetzt etwas kaufen zu einem Preis oder verkaufen zu einem Preis, ohne es jetzt schon zu besitzen. Das ist eines der zentralen Punkte, womit sich zum Beispiel Landwirte absichern. Die können ihre Ernte, keine Ahnung, was für ein Produkt sie herstellen, eben jetzt schon vor der Ernte praktisch verkaufen oder sie vereinbaren einen Preis mit einem Abnehmer, ohne zu wissen, wie die Ernte wird. Wird die Ernte sehr, sehr gut, dann haben sie viel mehr von der Ernte. Wird die Ernte sehr, sehr schlecht, haben sie weniger von der Ernte, was normalerweise dann höhere Preise bedeuten würde, dann haben sie halt Pech gehabt, aber sie sichern sich damit ab. Das wird im Future-Markt auch die ganze Zeit gemacht. Derzeit haben wir also die Situation, dass fast diese gesamten Rohstoffe in Backwardation sind, also dass die Kassakurse über den Future-Kursen liegen. Das bedeutet faktisch, dass man froh ist, wenn man das Zeug hat. Hier unten sehen Sie Backwardation, die sogenannte Verfügbarkeitsprämie. Also wer jetzt etwas hat, der ist im Vorteil. Da werden höhere Preise gezahlt. Das gilt als wichtig, jetzt etwas zu haben, während beim Contango normalerweise, und das ist wie gesagt der normale Fall, weil wenn ich etwas besitze, keine Ahnung, einen Rohstoff, dann muss ich ihn lagern, dann muss ich ihn möglicherweise versichern, dann muss ich ihn möglicherweise finanzieren, da habe ich eben dann Kosten dafür. Das heißt, normalerweise sind wir immer in einem Contango, das ist der übliche Fall, weil eben die Grundstruktur, Kosten, die man hat, wenn man ein Gut jetzt einlagern muss, sehr hoch sind. Dementsprechend sehen wir eine ungewöhnliche Situation. Woran kann das liegen? Das liegt auch daran, dass wir möglicherweise vor einem sehr harten Mai stehen, wie hier ein Insider aus dem Frachtgewerbe, Containergewerbe sagt. Wir werden Shortages haben, also wir werden Engpässe haben, die noch viel krasser sind als das, was im April passiert ist.
Da dürften wirklich Dinge der Fall sein, so diese Insider, die wir so das letzte Mal in den 70er Jahren gesehen haben, dass Kunden versuchen, händeringend irgendwelche Waren zu transportieren und keine Kapazitäten kriegen, die Ware nicht kriegen, dass wir da sozusagen diese Situation, die derzeit der Fall ist, sich noch deutlich verschlechtert. Und das wird auch hier durch diesen Chart, durch diese Grafik von Ottavio Costa, die ich gestern schon gezeigt hatte, nochmal bestätigt. Man erwartet steigende Preise für Endprodukte, für Finished Goods. Das dürfte hier dann auch eine große Rolle spielen. Wer sorgt denn eigentlich für diesen Preisauftrieb? Das ist nicht unwesentlich China. Hier sehen wir mal, dass China im ersten Quartal geradezu Agrarrohstoffe gehortet hat. Man hat zum Beispiel Corn, also Mais, hat man in einem Monat mehr bestellt, mehr eingeführt als sonst in einem ganzen Jahr. Also die Chinesen horten offenkundig in vielerlei Hinsicht diese, vor allem Agrarrohstoffe, aber auch Kupfer etc. Also vieles davon ist auch auf die Hortung dieser Materialien durch China zurückzuführen, aber nicht alles. Die Nachfrage ist groß. Wenn wir uns jetzt eben mal diese Rekordstände anschauen, Raw Materials schießen durch die Decke wie Palladium, neues Allzeithoch. Was macht Gold und Silber? Warum steigt das nicht an? Das ist ja die große Frage, die sich vor allem die Gold- und die Silberbullen derzeit stellen. Da passiert relativ wenig. Vielleicht ist eine Erklärung, dass wir, wie die untere Grafik es hier zeigt, eine steigende Rendite wieder der 10-jährigen US-Staatsanleihe haben. Die hat jetzt ihren 50-Tages-Durchschnitt gehalten zunächst mal, geht jetzt wieder nach oben. Wir sind wieder deutlich über 1,6%. Das könnte auch den Rohstoffen langsam gefährlich werden, denn steigende Renditen heißt, dass die Kapitalkosten steigen, die Finanzierungskosten steigen in der Regel. Jetzt sehen wir, dass der Bloomberg Commodity Index eben jetzt auch an einem neuralgischen Punkt ist. Also kommt jetzt da der Rücksetzer oder kommt er nicht? Das wird die zentrale Frage auch in Sachen Voraussetzung für weiter inflationäre Entwicklung sein. Und heute Abend haben wir ja neben Apple und Fratzebuch auch noch die Fette mit Jerome. Was wird denn der sagen? Normalerweise ist da überhaupt nichts zu erwarten, müsste man denken. Die Fed wird weiter so tun, als wäre nichts. Jetzt schauen wir uns mal an hier NFIB. Das sind kleine Unternehmen, also Unternehmen, die jetzt nicht über 100 Mitarbeiter haben. Und hier sehen wir, die sagen, es ist wahnsinnig schwer, Arbeitskräfte zu finden, weil die sind ziemlich satt, die haben Stimulus-Schecks sozusagen noch in den Hintern geschoben bekommen. Da ist man gut aufgestellt, man hat Ersparnisse, weil man eben nicht gereist ist, weil man viele Dinge in der Corona-Krise nicht machen musste. Man schreibt teilweise schon Prämien aus, wenn jemand zu einem Vorstellungsgespräch kommt, das muss man sich vorstellen. Und das wird bedeuten, dass die Löhne steigen werden, dass wir also als nachziehenden Faktor dann eben steigende Löhne haben, die dann dieses inflationäre Umfeld komplettieren. Das ist das, was jetzt noch fehlt, wie wir sehen hier. Die Löhne sind noch nicht mitgestiegen, das dürfte aber der Fall sein und darauf wird die Fed dann reagieren müssen. Wird sie heute Abend schon reagieren? Who knows? Der Druck wird jedenfalls langsam größer durch das, was da der Fall ist. Wird Jerome ein bisschen Luft mal aus den Märkten lassen? Normalerweise unwahrscheinlich, denn Jerome hat ja selber durchaus handfeste Interessen. Er ist selber nicht unwesentlich investiert. Aber die Frage, die sich für die Fed stellt, ja, wenn diese ganze Geschichte sich noch weiter aufbläht, wie wollen wir das kontrolliert ablassen? Wäre es nicht besser, jetzt vielleicht mal ein klein bisschen reinzupiksen? Wir werden sehen, was der Fall ist. Heute Abend im Marktflüster werde ich das nochmal separat thematisieren. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen ruhigen oder doch stürmischen Tag. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Bis dann. Servus und ciao.